Hallo meine Lieben und herzlich willkommen. Es geht weiter mit The Sims 4 und ihr wolltet ja, dass wir, also ich habe die Kommentare gelesen und da stand halt, dass ihr unbedingt wollt, dass ich... dass ich die liebe Dagi B erstellen soll. Ich werde das dann auch jetzt machen. So, die Dagi B. Okay, wie sieht sie denn aus? Ne Borf Mokosa. Nee. Wobby Zor! Zoroi! Ja, lassen wir. Nee. Bin Nase Scheiben. Nein. Schlurf Vegila. Ja, doch, die könnte so ein bisschen, ne? Gut, dann fangen wir mal an. So, die liebe Dagi B wollen wir jetzt erstellen. Dann mache ich das mal. Ich mache mal hier als erstes Gesicht. Oder nee, Moment. Hautfarbe. Sie ist eher eine helle Person. Okay, so jetzt nun auch wieder nicht. Das ist mir zu rot. Ja, so. Oder? Ja, passt schon. So. Ah. Okay. Dann fangen wir mal an. So, fangen wir erstmal von der Nase an. So, die Nase, die liebe Dagi besitzt. Sie hat schon so eine, kleine, würde ich jetzt nicht so sagen. Also jetzt nicht falsch verstehen oder so, aber ich finde schon, sie hat etwas. Ja. Moment. Ich drehe das mal kurz hier so ein bisschen. Mal schauen, ob ich sie überhaupt so hinkriegen werde. Okay, so jetzt nun auch wieder nicht. Ja, so passt schon einigermaßen. Nur die Augen. Gucken wir mal. Wie gesagt, das sieht dann nicht immer so exakt so aus, weil wir haben hier nicht viele Möglichkeiten, die wir machen können. Zum Beispiel Wimpern oder keine Ahnung, was auch immer. Ne, deswegen funktioniert das nicht immer so perfekt. So, dann hätten wir das. Kommen wir dann zu den Lippen. Sie hat recht kleine Lippen, so wie ich das jetzt in ihren Videos gesehen habe. Jetzt auch nicht so extrem klein, aber schon so... Ne? Oder Moment. Ne, das ist viel zu klein. Nein. Ja, das passt doch perfekt. Das ist super. So, und dann kommen wir mal zu den Haaren. Oder Moment, die Augenbrauen. Sie hat solche Augenbrauen. Moment. Nein. So bisch ich doch nicht. What the fuck? Was ist das denn? Okay. Nee, so nicht, aber eher so, jetzt nicht so zickzackmäßig. Eher so gerade, aber ja, genau so. Ja, super, so passt es. Okay, dann würde ich sagen, zu den Haaren. Gucken wir mal. Sie hat eigentlich immer glatte und so eine Haare. Ne? Ja, meistens hat sie immer so glatt und einfach ganz nach unten so. Ja, doch schon. Könnte schon passen, weil wir haben hier auch jetzt nicht jede Menge Möglichkeiten, wie gesagt, die wir machen können. Sie macht sich ja auch manchmal Locken und sowas. Ja, das kennen wir ja schon, aber das passt doch schon eher mehr. So, kommen wir zum Make-up. Make-up, ich finde, sie schminkt sich ganz natürlich. Nicht so extrem. Deswegen schaue ich mir das mal kurz an. Oh, das ist schon ein bisschen zu viel des Guten. Sie hat ja auch blaue Augen, genau, aber so macht sie, glaube ich, nicht. Sie macht eher, ja, nicht so viel, wie gesagt, ne? Und deswegen ist es auch ein bisschen schwierig. Nee, so definitiv nicht. Auch meistens einfach ein Kajal. Das macht die liebe Dagi auch. Ja, so könnte man es lassen, finde ich. Passt schon einigermaßen. Und zu den Lippen. Sie macht eher, würde ich sagen, so... Ja, Rot benutzt sie auch sehr häufig. Deswegen, glaube ich, lasse ich auch Rot mal. Das benutzt sie wirklich schon. Sie benutzt eigentlich jede Farbe. Ich glaube, eher auch so eine schöne Rosatöne oder Peachy-Farben.
Aber Rot benutzt sie auf jeden Fall sehr oft. Das habe ich sehr oft in ihren Videos gesehen. Deswegen lassen wir einfach mal Rot, ne? Sieht gut aus. Okay, und dann hat sie auch ganz schöne dicke Bäckchen. Das finde ich auch sehr süß bei ihr. Okay, jetzt muss mal kurz gucken. Ja, doch, passt schon. Hallo, Dagi. So, okay, dann hätten wir das. Kommen wir dann zu den Klamotten. Was zieht denn die liebe Dagi immer so an? Ich muss mal kurz überlegen. Naja, wie gesagt, so viel Auswahl haben wir hier jetzt nicht, aber ja. Naja, eigentlich trägt sie auch meistens so ein Pullover, oder? Ja. Oder Tops hatte sie auch sehr oft an, das ist ja klar. Oder ich guck mal hier hin. Oder sowas? Trägt sie eigentlich Blazer? Das weiß ich gerade gar nicht. Habe ich, glaube ich, noch gar nicht bei ihr bis jetzt gesehen. Weiß ich nicht. Vielleicht kann ich mich auch täuschen. Huch. Oder Kleider. Habe ich sie mit einem Kleid gesehen? Ich weiß es nicht. Ja, ich würde sagen, wir bleiben hier einfach mal bei den Tops und machen einfach mal diesen Pullover hier, oder? Sie trägt ja meistens immer so Pullover und sowas. Oder war das Kelly? Mrs. Vlog? Weiß ich gerade gar nicht. Ich lasse das jetzt einfach mal. Und Hose. Jeanshosen? Wow. Ah. Ja, oder? Was meint ihr? Und Schuhe? Würde ich eher sagen... Sportschuhe? Oder sowas? Naja, Pullover und dann sowas passt doch eher nicht so. Das sieht auch ganz cool aus. Huch. So, Keilabsatz. Ich mach mal hier... Ne? So. Nicht, dass sie uns... allzu dünn aussieht. Sie ist ja auch gar nicht dünn. Ich finde, sie hat so perfektes Gewicht, finde ich. Beziehungsweise nicht zu schlank und auch nicht zu ja, gebaut. Und ja, ich glaube, so kann ich sie irgendwie doch nicht lassen. Ich weiß es nicht. Oder vielleicht einen Rock? Naja, mit Rock habe ich sie, glaube ich, auch noch gar nicht gesehen. Ich weiß gar nicht mehr, was sie eigentlich... Eine Jeans. Also ich habe sie öfters jetzt mit einem Jeans gesehen. Blaue Jeans. Ne? Lassen wir einfach mal so. Hm. Okay, und dann würde ich sagen, ja. Das ist dann eigentlich auch so... Nee, so jetzt nicht, oder? Nein. So auf jeden Fall. Eine Mehrfarbe haben wir ja nicht. Deswegen lasse ich das jetzt einfach mal so. Schminke haben wir auch gemacht. Und Accessoires. Genau, Accessoires haben wir vergessen. Ich würde sagen Accessoires. Ich glaube, wir geben ihr einfach mal diese Ohrringe. Sieht man die überhaupt? Nee, ne? Nein. Oh. Dann würde ich sagen, machen wir einfach mal... Wir geben ihr so eine Statement-Kette. Trägt sie ja auch. Und einfach mal so ein Kügelchen. Die sieht man zwar jetzt nicht, aber ist egal. So. Alltagskleidung, das wär's dann. Abendkleidung. Ich glaube, wenn sie eher so weggeht, zieht sie schon etwas Gewagteres an, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir machen einfach mal diesen Top hier. Oder? Aber scheiße, gibt's ja gar nicht in Weiß. Aber die ist okay, gut. Dann lasse ich die. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal... Oder Moment, Kleider. Naja, so viel zur Auswahl haben wir jetzt zwar hier nicht, aber lange Kleider, kurze Kleider, Bademäntel, Overalls. Cool, Overalls haben wir auch hier. Wahnsinn, geil. Ja, okay. Ich würde sagen, wir gehen dann hier rüber zu den Röcken. Naja. Nee, eher nicht so, nee. Ah, verdammt. Tja, da wir hier halt nicht so viel Auswahl haben, würde ich sagen... Mh,
Naja. Naja, passt zwar jetzt nicht so viel hierhin, aber okay. Ja, wie gesagt, wir haben halt nicht so viele Möglichkeiten, meine Lieben. Deswegen ist das immer so ein bisschen, ne, schwierig. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse einfach das hier, aber ändere auch die Farbe davon. Und zwar schwarz und rot. Oder... Oh. Es ist immer so schwierig. Immer so schwierig. Ach, ich lasse die. Sie zieht ja immer so eine schöne bunten Farben an. Ne, so sommerliche Farben. Finde ich toll. Dann lasse ich das hier einfach mal. Und die Schuhe natürlich machen wir ganz normale High Heels. Passt auch wunderbar. So, Sportkleidung. Ich glaube, Sportkleidung eher so ein Tanktop. Ne? Machen wir mal in rosa. Oder in... Ja, komm. Ja, passt schon. So, dann die Hose. Würde ich hoch. Ja, ich glaube, die Hose passt schon. Ja, die Hose passt schon. Die Schuhe sind auch okay. Wir können ja die hier nehmen, ne, damit das auch schön passt. So, und dann Schlafanzug. Ich weiß jetzt nicht, was sie zum Schlafen anzieht. Hem. Ich würde sagen, eher sowas. Sie mag ja so eine süßen Sachen. Ich glaube, das ist schon perfekt. Aber keine Schuhe, ne? Wir gehen ja ohne Schuhe schlafen. So, deswegen, das passt schon. Und Ausgekleidung. 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 Ich glaube, Rock passt eigentlich soweit. Oder? Machen wir einfach mal hier in Schwarz oder in Leopard. Ach komm, in Schwarz. Und dann als Top würde ich das hier nehmen. Oder? Ja, die Tops gefallen mir hier jetzt nicht so, aber... Oder das hier? Ja, komm, nehmen wir das. Die High Heels sind auch super. Gut. Das ging aber schnell jetzt irgendwie, ne? Viel mussten wir jetzt bei ihr nicht machen. So, ich mache sie ein bisschen kräftiger. Moment, so ist sie ganz dünn. So ein bisschen kräftiger. Na? So. Auch hier so die Hüften ein bisschen... Huch. So. So. Das ist die liebe Dagi, meine Lieben. Oh, sie ist hier nicht geschminkt. Ich finde das ein bisschen komisch, warum das immer so ist. Das ist echt komisch. Ich meine doch irgendwie, naja... So, wo waren das? Wo ist denn hier eigentlich Make-up? Ich raste gleich aus. Ach ja, wir drehen sie mal hier um. Dann machen wir mal hier so ein bisschen Po raus, ne? Und ein bisschen Oberweite hat sie auch natürlich, die liebe Dagi. So. Ach ja, Abendkleidung. Da habe ich natürlich wieder was vergessen. Und zwar der lieben Dagi natürlich Schmuck anzubringen. Ich glaube, eher so ein Ring. Und, what the fuck? Ach, Strumpfhosen haben wir auch hier. Supi. Und, nem. Armbänder. Das da. Und, können wir ihr keine Ohrringe, Ketten und sowas anbringen? Leggings, aha. Ach ja. Socken. Ne. Huch. Ne. So, okay, gut. Ja. Ja. Wie gesagt, man kann hier irgendwie gerade das Make-up nicht machen. Bin ich irgendwie blind oder komme ich gerade damit nicht klar? Die Augen sehen mir ein bisschen komisch aus. Und ich glaube, die Schminke ist auch ein bisschen kräftig.
obwohl sie gar nicht so macht. Huch, jetzt habe ich die Augen. Mäh. Wo ist denn hier Make-up, verdammt nochmal? Ich komme damit überhaupt nicht klar, weil das für mich irgendwie alles neu ist. Ach, hier, Make-up. Ach, Mann. Ach, Mann. So, Moment, hier, Eyeliner. Wo ist ein Eyeliner? Genau, hier. Eyeliner. Die Augen sehen echt komisch aus. Ich weiß nicht, aber irgendwie gefällt mir auch hier gar keins. Die sehen so echt merkwürdig aus. Hallo, meine Lieben. Ihr redet ja immer so. Lach mal ein bisschen, damit ich sehen kann, ob du jetzt der Dagi ein bisschen ähnelst wenigstens. Die Augen sind echt ein bisschen merkwürdig. Ne? Merkt ihr das? Huch. Da werde ich gerade angeschrieben. Aber einfach mal ignorieren. So, die Augen sind echt ein bisschen merkwürdig. Ja, das ist okay. Das ist super. So. Könnte ich das nicht so ein bisschen... wie das aussieht. Huch. Ja, ähnelt doch. Ähnelt doch unser lieben Dagibi. So. Ja, super. So, ach ja, was ich noch vergessen habe. Blush haben wir vergessen. Blush. Blush, 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 Blush. Genau, das hätten wir vergessen. Da mache ich dann mal so ein bisschen eine Rosi. Lippen haben wir auch schon gemacht. Eyeliner ist auch so okay. Sie macht ja jetzt nicht so extrem. Ja, ich find's toll. Wir haben sie erstellt, die liebe Dagibi. So. Dann. Wie ist sie denn? Sie ist fröhlich. Oh, Schöfflet, Schöfflet. Sie ist auf jeden Fall sehr kreativ. Oh, Lucas. Genau, so, wenn man ihre Videos sich anschaut, sie ist sehr kreativ. Und wie ist sie sonst noch so drauf? Perfektionistin, Musikliebhaberin, Bischöfin, Kunstliebhaberin, Chaotin, ehrgeizig, faul, materialistisch, liebt die Natur, kindisch, ordentlich, Snoop. Tollpatschig, wahnsinnig, vielfraß. Einzelgängerin, gesellig, sprunghaft, mag kein Gut, familienbewusst, gemein, böse, Bro. Ja, ich würde sagen, sie ist eher gesellig. Genau, und dann gucken wir mal. Ich würde eigentlich eher hier so zu Kreativität tendieren, weil sie ist ja schon so, ne? Sehr kreativ, ah, durch ihre Videos. Ja. Ich würde sagen, kreativ. Herausragende Malerin, musikalisches Genie, Bestseller-Autorin. Passt zwar jetzt nicht so direkt, aber... Aha. Oder Beliebtheit. Partylöwe, Freundin der Welt. Ich glaube, Freundin der Welt passt zu ihr, oder? Ja, meine Lieben, wir haben die liebe Dagibi also jetzt erstellt. Und sie hat auch eine süße Stimme. Queen of Reginio. Wangini Makosa. Pomeray Quas. Laba. Amelia Askena. Genau, das passt ihr. Ja, ich glaube, selbstbewusster Gang passt ihr schon sehr gut. Hochnäsig? Nein, das ist sie natürlich nicht. Stolzer Gang. Oh. Oh, femininer Gang. Cool, was ich aber noch, ich würde sagen, wir machen bei ihr selbstbewusster Gang, genau. Und dann würde ich hier von dem Top die Farbe ändern, das gefällt mir gerade nicht so. Okay. Die Hose gefällt mir auch ehrlich gesagt nicht so. Ja, wie gesagt, viel zur Auswahl haben wir jetzt hier natürlich nicht. Was ist das denn? Aber gut. Ich würde sagen, wir lassen einfach mal die Hose.
ich bin mir jetzt also nicht so sicher, aber sie mag ja immer so einen fröhlichen Farben, von daher mache ich ihr auch gerade so fröhliche Sachen. Also fröhliche, ne? Aha! Wow, wow, wow! Ja, das hatten wir ja schon bereits. Oder sowas. Ja, das lasse ich. Das gefällt mir. Das gefällt mir doch. Kann man davon die Farbe in weiß zum Beispiel? Oder in so einen rosa Ton? Ja, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So, wir hätten die liebe Dagi jetzt somit hier erstellt, meine Lieben. Das ist die liebe Dagi Bee. Und ich hoffe, es gefällt euch. So, und wenn es euch gefällt, bitte einen Daumen hoch. Wenn nicht, dann einen Daumen runter. Und schreibt mir einfach mal in den Kommentaren, wen ich demnächst erstellen sollte. Dann mache ich das einfach mal. Also, viel Spaß, meine Lieben. Bis dann.